Ja, und damit herzlich willkommen bei einem neuen Video zu SimRail. Ich habe mir irgendwie auf die Brust geschrieben, dass ich mal die ganzen Stationen, die aktuell so verfügbar sind, einmal kurz vorstelle, damit ihr so einen Plan habt, was gibt's, was macht man da so, wie sieht das Ganze so aus. Ja, anfangen tun wir hier mit dieser Station. Schauen wir uns mal das Bild an. Wir sind hier in Katowice, Zawice, hundertprozentig falsch ausgesprochen. Wir haben hier zwei Perrons und wir haben hier auch zwei Strecken, um genau zu sein. Wir haben hier eine auf der rechten Seite, Katowice, ist ein großer Bahnhof. Davon werde ich euch später noch kurz Videomaterial zeigen, wie es da aussieht. Und links die zwei Strecken, die sich teilen. Einerseits haben wir hier eine Strecke nach Myslowice. Die ist momentan gesperrt. Das ist bewusst, dass es hier so aussieht, denn dahinter ist momentan noch keine Szenerie. Habe ich durchs Forum erfahren. Und dann so Snowbeak, Clone, glaube ich, ist das hier. Und den allermeisten Verkehr, den man hier hat, der ist halt hier von der rechten Seite noch hier runter. Die meisten Züge verkehren da von rechts nach links, bis links nach rechts. Man macht auch eigentlich genau diese Fahrstraßen hier. Anhalten tun hier nur die Regionalzüge oder S-Bahn-Züge. Intercities, Güterzüge rauschen hier einfach durch. Ab und zu kann es passieren, dass hier oben ein Zug kommt und dann müsst ihr den halt von da oben auf den Perron leiten, wenn es halt ein Personenzug ist, und dann hier runter. So viel mal zu dem, was euch hier erwartet. So, die KI sagt gerade 40180 ist am Abfahren. Das ist der hier. Und der wird hier dann auch halten. Ich habe hier die Fahrstraßen schon mal gemacht, damit wir uns draußen ein bisschen umsehen können, ohne dass wir hier die Züge aufhalten. Wir gehen hier kurz raus. Exit the building. Muss ich mich selber kurz orientieren. Ah ja. Komme ich hier überhaupt raus? Da ist jetzt natürlich der Übergang zu. Das ist jetzt nicht so geil. Ah, okay, hier komme ich raus. Aber da ist ein Zaun. So, da hinten, Katowice, da kommt jetzt demnächst ein Zug. Und das ist der erste Bahnsteig hier. Also hier ist die ganze Action. Aber auch wieder der gleichen Fahrplan, wie wir es eh schon gesehen haben bei den anderen Stationen. Junge, was machst du da? Oder liebe Dame in dem Fall. Möchtest du vielleicht hinter der Linie stehen? Das wäre ein bisschen sicherer. Hey du, weiter nach hinten, kommt gleich ein Zug. Okay, gehen wir mal kurz auf die andere Seite. Das ist der zweite Perron hier. So. Oh. Alles klar. Ich glaube, wir haben gerade einen echten Fahrer. Ich mache hier mal kurz einen Screenshot. Fürs Forum, fürs Bug Reporting. Hier vielleicht auch kurz. Ist mir gar nicht aufgefallen, dass sie hier rumschweben. Der wird sich jetzt wundern, was ich hier draußen mache. So, schauen wir uns hier mal kurz um. Ah, mir ist noch gar nicht aufgefallen, dass die Gleise hier nicht elektrifiziert sind. Da hat es sogar eine Handweiche. Kann ich die bedienen? Nö. Und zwei Stumpfgleise. Aber ich glaube, auch das ist nicht gewollt, dass das hier so aussieht. Machen wir auch mal kurz einen Screenshot. Alles reporten. Und die sind hier auch am Rumschweben. Ah, es ist überhaupt Stumpfgleis hier. Alles klar. Und da geht es nach hinten wieder zur Station. Also jetzt zum großen Bahnhof. Den wir hier leider nicht sehen. Und ich glaube, da kann ich auch nicht hingehen, weil sonst kickt es mich wieder raus. Auch ein sehr interessantes Gebäude hier. Okay. Unterführung jetzt gar nichts. Alles klar, okay.
Hotkey mal wieder hier rein. Schauen wir mal ganz kurz, was die Züge hier so machen. Gut, da kommt jetzt ein Express. 14.29. Ich mache ja gerade nochmal die Fahrstraße. Okay, wunderbar. Geh nochmal raus. Nach da vorne. Und dann schauen wir doch mal, wie weit wir kommen. Hey, bleib hier, mache ich mal einen kleinen Screenshot. Ausblenden da. Geh weg. Weg, weg. Sehr gut. Und alles wird einblenden. Ach, das wäre der Zugang zum Stellwerk. Cool, der hat eine eigene Unterführung. Und da hinten wieder raus. Echt ein bisschen wahnsinnig, was ich hier gerade mache. Ja, aber ich denke mal, wenn hier die zweite Strecke dann aufgeht. Katowice Train 64038 departed. Okay, dann wird das vermutlich gleich entgegenkommen. Da dürft ihr eigentlich ganz gut Verkehr haben. Aber so jetzt im Playtest ist es ja nicht so wirklich spannend. Wenn man halt irgendwie nur nach links und rechts hat und ab und zu halt mal den Zug oben hat. Soll das da so schweben? Es wird schon seine Richtigkeit haben, oder? Ah ja. Ich glaube, das melde ich jetzt mal nicht. Sieht jetzt nicht so schlimm aus. Ah, ich glaube, da gerade nach der Kurve. Ah, ich glaube, das ist so eine S-Kurve hier. Ja, aber ihr habt auf jeden Fall da schon mal so eine Ausfahrt gehabt. Da kann ich euch dann das Video zeigen, wie das aussieht, wenn man hier von da hinten in die Station hier reinfährt. Ja, da hinten ist er ja. Oh, da hat es auch noch so einen kleinen Abstellbereich. Teil elektrifiziert hier. Kann man diese Handweiche jetzt benutzen? Nö. Sind alle gesperrt hier. Oha, da geht es ja noch ein bisschen nach hinten. Oh, Dieselabenteuer. Da ist ja der große Güterzug. Kurzer Lag. Ah, da ist der Intercity. Ich glaube, ich sollte jetzt langsam mal wieder in mein Stellwerk reingehen. Oh, kleines Depot hier. Okay, da kann man sogar rein. Oder rein glitschen, je nachdem. Wo ist der Bahnhof? Ich müsste einfach noch ein bisschen schneller laufen können. Okay, wisst ihr was? Das dauert mal ein bisschen zu lang. Ich liebe die Playable Area. Macht da immer im falschen Moment. Ja, da steht dann auch gleich mal einer. Oh, scheiße. Ich wollte dich jetzt nicht ausbremsen. Sorry. War das ein Spieler? Nee, Gott sei Dank nicht. Ja, nee. Güterzüge wollen wir hier nicht ausbremsen. Ja, das war erstmal die Übersicht zu dem Stellwerk. Jetzt kommt doch schnell die Ansicht aus Katowice, wie es da so aussieht und wie die Einfahrt in das Stellwerk oder beziehungsweise in die kleine Station hier aussieht. Ja, und hier haben wir einen kleinen Screenshot von der Station, wie die so aussieht. Also seht ihr, ist relativ groß. Kann man aktuell im Playtest noch nicht besetzen, aber man kann davon starten, wenn man gerade Glück hat. Und leider habe ich nicht mehr Aufnahmen von der Station gemacht, sondern ich bin dann gleich wieder in den Führerstand gegangen und habe dann quasi die Lokbereiche gemacht und bin losgefahren. Und zu dem gehen wir, damit wir uns die Einfahrt in die eine Station ansehen können. So, und da wären wir jetzt im Führerstand von unserer EU07. Habt ihr gerade soweit fertig gemacht.
Wir können losfahren. Letzte Einstellungen nochmal kontrollieren. Und dann geht's auch schon los. Da rechts von uns hat gerade einen Zugang gehalten. Und gab das ungefähr so 500, 800 Meter bis zu der Station, die ich vorher gezeigt habe. Also Katowice wird auf jeden Fall noch spannend, wenn man dann hier dann den FDL machen darf. Und natürlich anspruchsvoll. Ihn mal anschreiben, haben wir nicht alle ein Mikrofon. Ja, und da haben die Kollegen mit offenem Mikrofon geredet. Aber soll jetzt das mal nicht üben. Und zwei Abstellgleise. Das sieht schon cool aus. Bei uns geht es dann gleich auf die linke Seite. Auswahl ist halt nicht gerade schnell hier mit 40. Ah, hab Durchfahrt. Ganz schön am Rumhüpfen, unsere kleine Lok da. So, drei. Da wären wir jetzt auf den richtigen Gleis. Und können dann auch langsam beschleunigen. Wobei wir recht schnell wieder ausgebremst werden. Funkkanal, da, das ärgert mich. Das sollten sie dringend fixen. Dass da steht R1, ich bin hier auf Funkkanal 1 und trotzdem kriegst du die Meldung. Da sollten sie mal eine Hand angehen. Haben sie auch schon angekündigt, dass sie das machen. Gibt's ja noch ein bisschen Zeit. So, da ist auch dieses eine Depot, wo wir letztens gewesen sind. Da vorne kommt dann auch schon unsere Station. So, hier hätten wir noch die Option, auf die andere Seite zu wechseln. Da vorne unser Stellwerk und dann geht's vorbei an der Plattform. Und weiter runter die Strecke. Aber das soll jetzt nicht Fokus sein von dem Video. Ich sagte, ich wollte hier nur die Station erstmal kurz im Detail zeigen. Wir schauen uns gleich im Anschluss eine zweite Station an. Also, bis gleich. Ja, und da wären wir auch schon mal der nächsten Station, die wir uns anschauen, und das ist Pilichowice. Wieder mal garantiert falsch ausgesprochen, das ist unser kleiner Arbeitsraum hier drin. Ziemlich übersichtlich, und übersichtlich ist auch das Stellpult hier. Also wir haben hier rechts Obozny irgendwas und Ulzamovice und haben links und rechts halt unseren SBL-Block und hier da vorne könnte man theoretisch Züge auf das andere Gleis rüberlassen. Mehr ist es hier nicht. Also wer hier Fahrdienstleiter ist, der hat ziemlich eine ruhige Schicht, aber ich denke mal, für SCS zum Trainieren, vielleicht gar nicht mehr so doof. Fahrplan überschaubar. Aber ja, von den Tätigkeiten einfach nur Signal geben und gut ist. Momentan hier alles KI. Schauen wir uns doch mal an, was wir hier draußen zu sehen haben. Exit the Building. Und das Ganze ist hier eingezäunt. Hey, das Gebäude ist ja viel größer. Warum haben wir nur das Kleine hier?
Ich würde gerne mal den Chat hier ausblenden. Brauche natürlich wieder mein obligatorisches Foto. Oh, wir dürfen hier raus. Okay. Da haben wir den Bereich, wo wir da von links nach rechts wechseln können. Und ansonsten ist hier weit und breit nichts zu sehen, außer Natur. Ah, aber da steht unser Auto. Ein Buster. Ja, wir haben hier nicht mal einen Parkplatz. Hier geht eine kleine Straße darunter. Die Kollegen sind wohl irgendwas am Reparieren oder diskutieren. Wir können hier auf die Straße raufgehen. Probieren wir doch mal. Wer nämlich denn? Nein, unsichtbar. Na doch, komme ich rauf? Ich komme rauf! Was ist da hinten? Haben wir da einen kleinen Stau mit der KI? Oh, wow. Ja, ich weiß nicht, soll ich das melden, dass da unten einen kleinen Stau hat? Lass uns das mal ganz kurz... Oh, wir lieben die Playable Area. Mann! Ich wäre so gern da runtergegangen. Lass uns mal schauen, ob wir auf die Brücke rauf können. Natürlich nicht! Mann! Okay, dann gehen wir auf die andere Seite. Schauen, ob es hier noch irgendwie was Interessantes zu entdecken gibt. Nö, hier ging vermutlich eine Straße immer rüber, hier unten, mit dem Bahnübergang. Dann hat man sich entschieden, das ist wohl eine blöde Idee, wenn hier Züge mit 200 km/h fahren. Und das ist die andere Seite. Keine Ahnung, was da unten ist. Ich kann vermutlich eh nicht nach unten gehen. Und kleines Dörfchen hier. Und zum Schluss schauen wir uns an, was passiert, wenn man von einem Auto überfahren wird. Aber ich gehe mal davon aus, dass das gleich wie bei dem Zug ist und einfach gar nichts passiert. Hallo Auto. Möchtest du bremsen? Nein. Okay. Total rücksichtslos. Nee. Aber zumindest von hier oben hätte man vielleicht eine ganz gute Fotoposition. Da geht auch noch so ein kleiner Trampelweg nach da vorne. Aber ja. Oh, und Ladefehler. Wobei, das hat, glaube ich, irgendwas mit der Rennerdistanz zu tun. Ja, das waren erstmal die zwei Stationen. Ich habe vor, alle Stationen zu reviewen. Ich denke mal, ich mache immer 2 und 2. Dann geht es ein bisschen schneller. Und dann habt ihr ein bisschen Eindruck, was euch momentan im Playtest erwartet. Oder dann später, wenn das Spiel dann fertig draußen ist. Und da werde ich dann auch die restlichen Stationen covern. Also das wird so eine kleine Miniserie werden. Hoffe, das hat euch gefallen. Wenn ja, vielleicht einen Daumen nach oben da lassen. Und wir sehen uns in der nächsten Episode. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.